Ja, hallo. Wir werden die Rechte von Kindern im Grundgesetz verankern. Kinder sind eigene Persönlichkeiten und brauchen eigene Rechte. Parlamente, Verwaltungen und Gerichte sollen Kinderinteressen überall dort, wo Kinderrechte berührt sind, vorrangig berücksichtigen. Das Recht von Kindern und Jugendlichen ohne Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, aufzuwachsen, ist ein elementares Kinderrecht. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Sexualisierung, Gewalt muss ausgeweitet und weiter verstärkt werden. Dazu gehören ein wirksamer Jugendmedienschutz und die Weiterführung der Hilfen für die Betroffenen. Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs spielt hier eine wichtige Rolle. Diese Funktion wollen wir weiter verlängern. Die Hilfen für die Betroffenen müssen so niedrigschwellig und unbürokratisch wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Wir werden die Anstrengungen im Kampf gegen Sexualisierung und Gewalt bundesweit vorantreiben. Zum Schutz gegen Mobbing müssen Eltern, Kinder und Beschäftigte in Bildungseinrichtungen für dieses Thema stärker sensibilisiert werden und Präventionsmaßnahmen in alle Altersstufen durchgeführt werden. Eltern, die von dem anderen Elternteil ferngehalten werden ihres Kindes, ich kann euch nur sagen, es ist falsch. Eure Kinder haben die Rechte, beide Eltern zu haben. Ihre Eltern sind wichtig für sie. Ja? Die Großeltern sind wichtig für sie. Ihr dürft sie nicht fernhalten. Es ist ein Recht des Kindes und nicht euer Recht, das Kind von dem anderen fernzuhalten. So, wir fahren jetzt mal los. Alle einsteigen. Und es geht vorwärts. Wir starten. Ja, wir bedanken uns erstmal für die hervorragende Arbeit der Polizei, die uns jetzt hier wirklich den Weg frei macht. Und ja, das läuft. Finde ich gut. Es sollten eigentlich Biker anwesend sein, aber das war jetzt nicht der Fall, zumal einer der Organisatoren die Biker-Veranstaltung abgesagt hat und das nicht mit der Organisatorin hier übereinstimmte. Und Ja, also das ist ja ein ähnlicher Vorfall wie damals zur Friedensfusion in München zum Friedenskonzert. Dieser gewisse Herr hatte wohl 2 oder 3 Tage vor der eigentlichen Veranstaltung die Veranstaltung in Facebook gelöscht und als nicht existent, oder wie heißt das, abgesagt. Ja, abgesagt. Ich hatte die einfach abgesagt. Und naja, demzufolge kamen natürlich wesentlich weniger, die dem Konzert beigewohnt sind, weil sie waren dann natürlich total irritiert. Und die gleiche Nummer lief jetzt wohl hier. Also das, ich weiß nicht, über welche Mittel das alles funktioniert. Ob die Leute irgendwie unter Druck gesetzt werden durch irgendwelche Dritte. So, also wir werden hier mit 3 Leuten, also mit 3 Autos, wird hier alles abgesperrt. Polizeiauto hinter uns. Und die machen das für uns. Ist das nicht geil? 70.000 in Obhutnahmen jedes Jahr vom Jugendamt. 70.000 Fälle. Ein Fall kann auch 2, 3 oder 4 Kinder betragen. Das sind 300.000 Kinder jedes Jahr, die sich gegenseitig suchen. Eltern, die ihre Kinder suchen. Verschleppt durch deutsche Jugendämter. Es reicht. Das Familienrecht zerstört unsere Familien. Wo sind die 10.000 Flüchtlingskinder? Wo sind sie? Schafft das Jugendamt ab. Schafft den Paragraphen 42 ab. Sie nehmen unter dem Deckmantel Kindeswohl unsere Kinder einfach so auf Verdacht. Das Wort Kindeswohl ist nicht definiert im Gesetz. Alle benutzen es! Habt ihr schon mal die traurigen Kinderaugen gesehen? Das Geschrei und den Kampf der Kinder, wenn die vom Ankommen das Kind aus der Wohnung holen oder aus der Schule verschleppen. Leute, das ist unglaubliches Leid, was da passiert. Tür zu! Und diese Tür auch zu. Ja, gleich. Und erstmal Busche runter. Aber ihr dürft nicht rein.
Das weiß ich nicht, glaube ich. Ich will nicht. Ich will trotzdem nicht. Wird dieses Trauma bei den Kindern nie verheilen. Schaut euch die ARD-Doku an, in der Mediathek. Mit Kindern Kasse machen. Ein erster objektiver Bericht, was hier los ist. Mit Kindern Kasse machen, in der ARD-Mediathek. Guckt euch diese Schweinerei an. Ja. Eine Trennung ist für die Kinder und Eltern eine entscheidende und belastende Situation. Damit Kinder dieses besser verarbeiten können, ist es für sie besonders wichtig, weiterhin mit Mutter, Vater und anderen wichtigen Personen, zum Beispiel Geschwistern, Großeltern, ehemalige Pflegeeltern, unbelastet und kindergerecht Kontakt halten zu dürfen. Übergeordnete Ziele sind daher Aufbau und Erhalt der Eltern-Kind-Kontakte zum getrennten lebenden Elternteil und andere wichtige Personen nach einer Trennung, Scheidung. Die Eltern sollen zudem unterstützt werden, ihre Elternrolle verantwortlich wahrzunehmen und den anderen Elternteil in seinen Elternrollen zu respektieren. Die begleitenden Umgangskontakte sind als zeitliche begrenzte Übergangsphase gedacht, in die Eltern zu einer selbstständigen und einforderlichen Gestaltung des Besuchskontakts hingeführt werden sollen. Ziele für die Kinder, Umsetzung des Rechtes auf Kontakt zu beiden Elternteilen, wichtige Personen, Schutz und neutraler Raum, den anderen Elternteil zu sehen, Entlastung der Kinder bei Loyalitätskonflikten, Schuldgefühlen und Überforderung, Beitrag zur Verarbeitung erlittenen seelischen Verletzungen, unterstützte Äußerung eigener Bedürfnisse. Ziele für die Eltern, Unterstützung und Begleitung bei der Suche nach einer tariflichen Lösung für die Übergangsrechte, für die sinnvolle Umsetzung richterlicher Weisungen und Beschlüsse bei Forderungen, bei familiären Kommunikation, bei der Unterscheidung zwischen Paar- und Elternebenen. Soll bei der KK-Kindeskammer für Verfahrensbeistände neu eröffnet werden. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Hilfe. Wir können nur miteinander die Kinder helfen. Verfahrensbeistand, Gerichte, Polizei, Jugendämter, wir sind alle aufgefordert, hier jetzt das umzusetzen. Der schwarze Block ist nichts gegen die Gewalt von Jugendämtern. Kindesentzug gehört an der Strafe gestellt und nicht, dass die Täter gedeckt werden und die scheiß Gummiparagrafen gewandelt werden. Selbstsorgeberechtigte Elternteile werden komplett aus den Leben der getrennt lebenden Kindern ausgeschlossen. Von den Großeltern. Machtlos, alleine gelassen. Wacht endlich auf. Dieses System ist falsch. Verfahrensbeteiligte dürfen liegen, ohne jegliche Nachweise dafür erbringen zu müssen. Und die gegenzügigen Beweise werden einfach ignoriert von den Gerichten. Schluss mit dem Kinderhandel! Leute, wacht endlich auf! Ab 5 Jahre müssen erhöht werden. Es darf sowas nicht mehr geben. Die Kinder brauchen ihren eigenen Gerichtssaal. Sie brauchen nicht die Gerichte, um von ihren Eltern und Geschwistern getrennt zu werden. Jugendämter haben das nicht weiter zu tun. Informiert euch. Kindeswohlgefährdung per Gesetz. 70.000 in Obhutnahmen pro Jahr. Kindeswohlgefährdung per Gesetz,
KGPG. Informiert euch auf YouTube. Das Jugendamt ist unter der NSDAP gegründet worden. Wie kann das sein, Leute? Wie geht das? Erdogan hat recht, wenn er sagt, hier herrschen Nazi-Methoden. Er hat sowas von recht. Wacht auf, im Netz ist alles voll von den traurigen Geschichten. Wo Kinder ihre Eltern suchen und die Eltern ihre Kinder, weil sie verschleppt wurden durch das deutsche Jugendamt. Kontaktabbrüche, das ist unsere Zukunft. Kinder haben ein Recht auf Zeit mit beiden Eltern. Auch wenn die Eltern getrennt sind. Wir werden die Rechte von Kindern im Grundgesetz verankern. Kinder sind eigene Persönlichkeiten und brauchen eigene Rechte. Kinder haben eigene Rechte, aber diese müssen in Deutschland auch umgesetzt werden, müssen in Deutschland respektiert werden. Wie kann es sein, dass Jugendamtsmitarbeiter bei Gericht legal Falschaussagen tätigen können und man sie dafür gerichtlich nicht belangen kann? Paragraph 162 in Familiensachen schützt Jugendamtsmitarbeiter vor Verurteilung bei Falschaussagen. Sie sind keine Gutachter, keine Zeugen und können deshalb bei Gericht Falschaussagen tätigen. Ich dachte immer, in Deutschland ist es verboten, bei Gericht Falschaussagen zu machen. Ja, aber Gutachter sind ja nun auch nicht das Rätsels Lösung, weil Gutachter kennen die wirkliche Situation selten. Sie können ja gar nicht in die Familie so tief einsteigen. Diese Zeit gibt's nicht. Und allein deswegen kann man sich auf Gutachten mit Sicherheit nicht verlassen. Die arbeiten oft nach Aktenlage und nicht nach Menschenlage. Außerdem empfehle ich allen dringend den Film Die Gutachterrepublik zu sehen. Diese Doku lief in der ARD und dürfte doch in der Mediathek sein. Leute, guckt euch das an, dann wisst ihr, wie hier in Deutschland mit welchen Mitteln Recht gesprochen wird. Ihr Kind hat Probleme in der Schule, ein Nachbar denunziert sie, sie trennen sich vom Partner, Streitigkeit. Aus nichtigen Gründen werden die Kinder in Obhut genommen. Jugendämter sollen helfen und nicht zerstören. Massenhafte in Obhutnahmen. Über die Hälfte der in Obhutnahmen ist nicht gerechtfertigt, nachweislich. Jugendämter haben hier die Allmacht. Richter, Polizisten müssen alle vor dem Jugendamt pushen. Jugendämter werden nicht kontrolliert. Arme Familien, Ex-Ministerin Schwesig hat das bestätigt. Das Jugendamt arbeitet selbstständig. Dort sitzen frisch gebackene Sozialarbeiter, die keine Ausbildung haben. Sie dürfen über Familien entscheiden. Nur sie dürfen entscheiden. Richter sind nicht ausgebildet. Familienrichter, die Scheiße gebaut haben im Strafrecht, werden ins Familienrecht versetzt. Es gibt keine Ausbildung zum Thema Familienrecht für Richter. Verfahrensbeistände, die sogenannten Anwälte der Kinder, kriegen pro Kind bis zu 550 Euro. Morgen könnten schon ihre Kinder sein, die aus der Familie...
Ihr Kind hat Probleme in der Schule, ein Nachbar schwärzt sie an, sie trennt sich vom Partner. Aber es gibt so einfache Gründe, weswegen man heutzutage seine Kinder verlieren kann. Schluss mit den Geschäften mit dem Kindeswohl. Massenhaft in Opfernahmen. Jugendämter sollen helfen und nicht zerstören. Kindesentzug ist ein Geschäftsmodell. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Dafür werden Seelen gebrochen, Kinder in ein absolutes Unglück gestürzt, völlig fertig gemacht. Und hinterher heißt es, es gibt so viele Kinder mit Störungen. Natürlich! Gutachter entscheiden hier, was mit den Kindern passiert. Gutachter, die die Familie gar nicht kennen. Es wird nach Aktenlage auf dein Gutachten angefertigt. Glaubt ihr allen Ernstes, dass das immer okay ist? Nein, ist es nicht. Es wird nach Anwaltsverdachten gesucht, dass das Kind der Eltern entrissen wird. So läuft das hier rudelweise. Von Jahr zu Jahr häufen sich die Fälle. So geht das nicht weiter.